Also in der heutigen Aufnahme ist echt der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Normalerweise kriege ich immer so eine Stunde locker voll. Das hat in der heutigen Session nur einmal funktioniert. Ja, und ich bin auch doof, hier ist einfach die Armbrust. Ich habe keinen Platz mit dem Inventar. Wie befürchtet. Die Frage ist natürlich, was lasse ich da? Die Frage ist aber auch, wie groß ist denn die Armbrust überhaupt? Pass mal auf, ich lasse mal kurz das Präzisionsgewehr hier liegen. Bleib hier schön liegen. Ich versuche mal was, und zwar will ich jetzt ganz kurz mal zu ihr hier rennen. Und ich hoffe, dass sie das gleich nimmt, die Armbrust. Sonst lege ich sie ihr vor die Füße und hole sie später ab. Ja, später. Los, Jensen, beeilen Sie sich. Wir sollten nicht zusammen gesehen werden, bevor Sie alles erledigt haben. Doch, nimm. Ich will, dass du die Armbrust nimmst. Nein, Verdacht. Wenn dieser O'Malley so ein Genie ist, wird er mich da nicht überprüfen oder beschatten lassen? Natürlich. Aber zum Glück ist genau für diese Spionagespielchen unser Maulwurf zuständig. Keine Sorge, Jensen. Ihre Tarnung steht. Okay. Ach, Kacke. Irgendwelche Einzelheiten über... Sie mit... Ja, egal. Ach, Mist. Halt, stopp, gehen. So. Das wäre im Moment... So, heißt für mich jetzt die Armbrust hier. Ich will die später behalten. Bleib hier liegen, ich sag's dir. Hoffentlich geht das nicht schief, du. Oh, scheiße. Ich bin ein bisschen nervös. So, ich komme ja eh nicht durch. Heißt, ich nehme einen coolen Weg. Ich weiß halt nicht mehr, wie der ging. Scheiße. Ah, doch, hier hoch. Speichern. So, hier vorbei. Alter, ich hoffe, nachher liegt die Armbrust noch da. Bitte. Was ich auch mal mache kurz, ist speichern. Theoretisch sind wir jetzt ja drin, richtig? Ich kann immer noch keine Gegner markieren, ich weiß aber nicht warum. Ich drücke T. Das geht aber nicht. Ah, Mist. Oh, fuck, ganz knapp. Aber ist egal. So. Jensen! Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. So. Umkomme du nicht rein. Da fehlt mir noch. Du hast ja nichts verloren, Opti. Hau ab! Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mache an, der Penner unter der Unterführung mit einer Longsword kalt. Ein Scharfschütze. Sehr schön. Reden die über mich? Speichern. Die Frage ist natürlich, kann ich die jetzt hier sinnvoll ausschalten? Wahrscheinlich aber nicht. Das heißt also, ich gehe nach oben. Weil ich kann nirgends rein. Was war das denn gerade? Gibt es irgendwie eine zweite Möglichkeit?
nur hier rein? Man sieht, die Wand hier drin ist, das heißt, ich kann hier durch. Probier mal was. Ist nur eine. Ich probiere es nur. Es muss nicht funktionieren. Es hat funktioniert. Aber dann hätte ich halt einen getötet, ne? Das ist die Stelle, Mann! Ist halt doof. Nimm deine Hände von mir. Er lebt noch. Dann habe ich alles richtig gemacht, dann bleibe ich dabei. Was zum Teufel ist hier passiert? Dann warte ich, bis er sich umdreht. Ja, ich warte, bis er sich umdreht. Sehr gut. Scheiße. Laden. Aber gut, er kann jetzt machen. Das ist ja cool. So. Das heißt, wenn er jetzt hierher kommt, kann ich ihm auf die Fresse hauen. Da bin ich bekannt nicht Fan von. Wieso kann ich ihn nicht markieren? Ich will ihn markieren! Jetzt wurde ich aber entdeckt. Ich will auch nicht entdeckt werden, haben wir gesagt. Autosave laden. Gut, was hier natürlich noch bleibt, ist ganz klassisch wieder die Betäubungspfeile. Das ist Autosave. Na, super. Vorherige Autosave, ja. Es gibt genug Möglichkeiten. So, das heißt, an dieser Stelle nochmal. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich schnell speichern soll. Hat mich entdeckt. Das ist der letzte. Ich lade immer falsch. Gibt es hier eigentlich die Schnellladentaste? So, zum Beispiel F9. Nein, F8. Schnellladen. Ja, annehmen. Sehr schön. Genau das, was ich möchte. Und schön umgesetzt, es wird gefragt, ob man schnell laden möchte. Sehr gut. Okay, also hier einmal das da. Einmal. Das da nicht. Nervig. Folge mir. Das ist die Stelle, Mann. Wie doof ist das denn? So, es kommt ums Eck oder G. Ihm fällt halt nicht auf, dass sein Kumpel weggeschleift wird. Hier stimmt irgendwas nicht. Wir sollten vorsichtig bleiben. Wie kommst du drauf? Ah, herrlich. Okay. Also einmal hier. Geld. Und komm mit. Ich wusste schon, dass es sinnvoll ist, so einen Sprengsatz aufzuheben. Das habe ich gut gemacht. Und hier, ja, steht dran ZZZ. Heißt, er schläft. Hier einfach da dran gucken können, was da dran steht oben. So. Trotzdem nochmal kurz speichern jetzt. Ja, nur nicht auffallen. Okay, da komme ich noch nicht. Runter. Kein Platz. Nie hat man Platz für sowas. Ja, scheiße, da soll ich aber runter. Wenn ich da runter bin, bin ich tot. Hier auch. Ist ja kacke. Aber sonst ist hier ja nichts. Dann muss ich wieder runter. Aber erst,
Hätte ich auch noch eine Waffe gehabt? Hab ich die schon eingesammelt? Ja, sieht so aus, ne? Habe ich jetzt beide ausgenommen. Nur mal kurz gucken. Ja und ja. Okay. Heißt, ich habe hier oben einen Sprengsatz vergeudet, in Anführungszeichen. Was ich auch von hier aus auf jeden Fall versuchen kann, ist... Einmal. Das kriegt keiner mit. Zweimal. Kriegt keiner mit. Scheiße. Kriegt jemand mit? Fuck. Alarmiert. Ist die Frage, habe ich jetzt einen Bonus verloren? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist das hier. Sekundärziel? Ne, ist noch okay. Ist noch okay. So, wir haben noch 10 Schuss insgesamt im Betäubungsgewehr. Ich lasse mal zu dieser Waffe hier. Speicher nochmal. So, durchsuchen. Ich sollte mal den da hinten langsam ausschalten. Die Frage ist, gehören die zwei auch dazu? Vermutlich ja. Ja, tun sie. Dann sollte ich die vielleicht nur aus dem Weg räumen. Ach krass, ich hätte ja wahrscheinlich auch durch den Gullideckel reingekonnt. So, PDA, gleich mal lesen. Hey Meng, Sie haben die neue Hardware in unserem kleinen Waffen- und Munitionsversteck im Lager deponiert. Der Code ist 0187. Okay. Ach, guck mal, da liegt mir eine Waffe. Schön leise. Alle mal kurz aus dem Sichtfeld von dem Einschaffen. Solange er nicht ungefragt plötzlich Patrouille auf Patrouille geht. Soll es okay sein, wenn die hier liegen. Wo ist denn der Tod? Wo ist denn der Tod? Scheiße. Das war ja ich, der stand doch da vorne, oder? Der hat ja auch einen Pfeil drin von mir. Hat das irgendwie so eine Tötungschance oder sowas? Also ich lasse es jetzt so, ich lade es deswegen nicht nochmal, aber... Wieso ist denn der tot? Also der ist ganz offensichtlich tot, ne? Aber die Idee ist ja, dass man mich nicht sieht, das heißt, ich sollte... kein töten? Oh, jetzt warte ich mal noch kurz, wo sie hinrennt. Halt doch gar nicht vor. Vielleicht kann ich hier einfach rein. Fuck, jetzt bin ich doch im Zögern, ob ich nochmal laden soll. Ich will hier gar keinen Stress machen eigentlich. Ich glaube, ich lade tatsächlich nochmal. Wo habe ich da eigentlich gespeichert? Fuck, wo habe ich eigentlich gespeichert? Wahrscheinlich nachdem ich alle erschossen habe. Ach, leck mich am Arsch. Ja, der ist tot. Ja, toll. Also einmal. Waffe mitnehmen. Jetzt muss ich doch nochmal kurz aufräumen. Scheiße. Ja, ich dachte, ich hätte woanders gespeichert. Natürlich kacke, dass der eine jetzt tot ist, aber was soll man machen, ne? Ich kann ja nicht für alle sorgen. Ich hätte es gern getan. Ich hätte gern aufgepasst, dass jeder überlebt, aber... So, hier. PDA nochmal ganz kurz. War er jetzt? Hier, PDA. Ist gelesen. Alles gelesen. So, speichern nochmal kurz.
Geht's eigentlich ärgern, wenn ich sowas mache? Nein, aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann ruft sie einfach nicht um Hilfe. Tut mir zwar leid, aber kommt ja keiner zu Schaden. So, jetzt speichere ich hier nochmal ab. Hier geht's wahrscheinlich rein. Ich bin schon mal nicht ganz falsch. Wenn ich Pech habe, haben die anderen das gehört. Nein, haben sie nicht. Sehr schön. Jetzt ziehe ich dich hier ums Eck. So, setz dich hier an die Wand. Etwa so, genau. Boah. Okay, es darf nicht gesehen werden. Speichern. Ich habe noch die Fähigkeit, zwei Leute auszuschalten, ja? Aber die Frage ist natürlich, wie nah müssen die denn zusammenstehen? Mach ich das am dümmsten? Ich kann sie immer noch nicht markieren, ich verstehe das nicht ganz, aber okay. So, ich speichere nochmal ganz kurz ab. Habe ich denn einen Praxispunkt? Nicht. Ah, guck an, ich kann hier unten durch. Siehst du, hab dir doch gesagt, dass es eine blöde Idee war, diese Purity First Arschlöcher bei uns wohnen zu lassen. Ja, aber das war leider nicht unsere Entscheidung. Außerdem haben sie Miete gezahlt, wie alle anderen auch. Wo liegt also das Problem? Komm schon. Die Ärsche haben uns das Blaue vom Himmel versprochen, wenn wir uns ihnen anschließen. Und das Einzige, was wir davon haben, ist, dass wir alle getötet werden. Du bist doch bloß neidisch, weil sie dich nicht genommen haben. Nach der Scheiße, die sie bei ihrer Operation in Milwaukee Junction gebaut haben? Die hätten den ganzen Laden einfach mit allen Scheiß-Robo-Brüdern in die Luft jagen sollen. Sanders ist ein verdammter Schwätzer. Warum erwähnst du ihn dann? Speichern. Jetzt hoffe ich, dass einer gleich weggeht. Ja, optimal. Weniger optimal. So, da muss ich auf jeden Fall rein. Speichern nochmal ab. Ist da jemand? Scheiße. Bin ich aber erst da, wo ich hin soll, oder wie? Tatsächlich hier. Waffenversteck. Die Antenne. Wo war ich davor? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall sehr merkwürdig. Mach hier mal zu. Hier wäre der zweite Weg gewesen, wenn ich von hier oben hätte runterspringen können irgendwie. Hätte ich die anderen direkt umgehen können tatsächlich. Was ja an sich schon sehr cool ist. So, ich schalte mir diesmal nicht alle aus. Ich habe eh kaum noch Zeug, das ich mitnehmen kann. Ich habe 128 Schuss, also noch in Reserve bei der Waffe, bei der Pistole. Lieber meine Selbstachtung. Sollen sich die bekloppten Bangers doch selbst verstümmeln. Wenn die UNO keine Resolution verabschiedet, sind wir Natürlichen bald in der Minderheit. Wir werden sehen. Okay. Da gibt's gleich Ärger, so wie es aussieht. Da stehen zwei Stück. Du kannst hier nicht weg. Die Tür muss rund um die Uhr bewacht werden. Ist das klar? Schon kapiert, Mann. Der Raketenwerfer ist astrein. Eine kleine Überraschung für die MCBs. Und keiner greift sich den, kapiert? Kapiert. Griffel weg vom Raketenwerfer. Schon gut. Sieh einfach hin und wieder nach, falls jemand versucht, über die Lüftung reinzukommen. Klar? Glasklar. Lüftung und Aufzugschacht. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schiss.
Ich muss auch keine Raketenwerfer mitnehmen, oder? Was ist hier drin? Nix. Ja, super, dass ich reingeguckt habe. Toll. So, der guckt in meine Richtung. Muss ich aufpassen. Der stört mich nicht mehr. Alter, ich gebe mir die Pistole. Danke. So. Ich lass dich mal da liegen. So, da geht's auf jeden Fall auch irgendwo hin. Aber ich gehe erstmal auf jeden Fall hier rein. Das Waffenlager. Eben, ja, witzig. Zwei Granaten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, einmal das kurz rauswerfen. Was habe ich denn für ein Upgrade hier? Munitionskapazitäts-Upgrade. I'm so sorry, kleines Standardgewehr. Ich muss mich doch für eins entscheiden. Ich muss mich doch... Zuerst. Ach, der braucht ja jedes einen Platz. Ich muss doch für irgendwas Partei ergreifen, für irgendeine Waffe. So, was muss ich noch machen? Mal gucken. Ach, zu Jenny zurückkehren. Und nicht entdeckt werden. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie am besten auch an die Sendeantenne rankommen, ohne entdeckt zu werden. Das krieg ich aber hin. Speichern. Muss ich ja durch hier hoch. Oder? Jetzt muss ich wieder runter. Scheiße, ich muss in die Tür rein. So. Speichern. Tür zu. Dass mich keiner sieht. Ich kann dich ja auch, glaube ich, liegen lassen. Dürfte eigentlich keiner sehen. Problem ist, da sitzen zwei auf dem Sofa. Ich kann es natürlich so probieren. Ich getroffen. Alter, ich habe schon zweimal daneben geschossen jetzt. Ich eigentlich rollen. Ja, das laden nur mal kurz. Das hat ja keinen Wert so. Also zweimal daneben schießen ist schon bitte, ja? Ganz schön rotzig. So. Also. Einmal auf ihn da. Alter, genau im letzten Moment hast du es gesehen? Genau im letzten Moment zieht er den Kopf weg. Danke. Sie machen süße Liebe. Oh Gott, sieht er wirklich süß aus. Dennoch kam es zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen. Zum Glück ohne schwere Verletzungen. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. So, Fernseher aus, wenn ihr beide nicht guckt. Muss das Ding nicht laufen. So, da geht's hoch. Speichern. Es sieht wirklich so süß aus mit den Zweien. Wie sie miteinander kuscheln. Und ich höre irgendwas wahrscheinlich Explosives. Ja, die Frage ist natürlich, wie umgehe ich das Ganze?
Wahrscheinlich gar nicht. Klar, dann werden die halt alarmiert. Aber sie sind nicht auf meinem Level, die sind tiefer. Jetzt sind sie auf meinem Level. Zumindest einer. Ist die Frage, ob die zu mehr kommen oder ob das nur einer ist. Ich kann halt da nicht drauf schießen, weil sonst töte ich vielleicht einen, wenn ich Pech habe. Fuck off, es kommen tatsächlich zwei. Das macht keinen Sinn. Ich weiß, dass da was war. Der eine ist wieder weg. Ach so, da ist eine Treppe. Deswegen sieht die so... Ui. So flexibel, was das angeht. Ich glaube, ich nutze den Zeitpunkt. Und warte, bis der zweite wieder kommt. Der ist bestimmt gleich fertig. Dann kommt der vorbei. Ja, also im schlimmsten Fall dauert es halt kurz einen Moment. Aber... Naja. Er ist ja da. Bams. Elegant. So, sammeln. Sammeln. Waffen aufheben. Und schon wieder läuft die Glotze, hey. Unglaublich. So, Sendeantenne. Sicherheitsstufe 1. Kann ich hacken. So. Ich hätte bestimmt auch gehen können, danach wiederkommen, aber. Das kann ja jeder. Ich muss jetzt alle verstärken, die auf dem Weg liegen. Das brauche ich nicht verstärken. Das übernehmen. Zugriff gewährt. Sehr schön. Inaktiv. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein. Gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Jetzt müssen wir die Mistkerle finden, die uns angegriffen haben. Farida, sind Sie in Bereitschaft? Verstanden, Boss. Jensen, hören Sie mich? Laut und deutlich. Bleiben Sie in der Nähe der Antenne. Pritchard hat mir die Koordinaten übermittelt. Ich hole Sie ab. Aha. Nett. Ich hoffe, ich mache damit jetzt nichts kaputt, deswegen speichere ich mal... Ach klar, scheiße, ich kann gar nicht speichern. Ich muss kurz warten, bis sie steht wahrscheinlich. Auf jeden Fall will ich noch speichern, bevor ich einsteige. Ich will nicht, dass ich nachher irgendwie diese Nebenquests oder so nicht abgeben kann. So, jetzt hoffe ich, kann ich speichern mit der Nummer 2. Und jetzt hoffe ich, dass es nämlich rausfliegt. Ich aber nicht unbedingt... Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Können wir? Ja, die Frage ist, wohin? Ich sag mal ja, aber wenn es ein neues Level ist, dann lade ich wahrscheinlich kurz. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local, hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Wenn ich wüsste nicht, dass wir nachher irgendwie eine fehlgeschlagene Nebenquest haben, dass ich hier rausgeflogen bin. Ich finde es nur ganz nett, wenn man mich halt auch noch mitnimmt gleichzeitig. Wie gesagt, wenn wir jetzt kurz hier etwas hinfliegen und nicht mehr in die Tor sind, war es natürlich doof. Aber ich hoffe, dass wir einfach bei Seraph wieder rauskommen. Sehen wir ja gleich.